grüß mich bitte, habe brutale Minderwertigkeitskomplexe. Grüße gehen raus, Julius. Ehrenmann. Lass uns heute mal ein bisschen sehr chilligen Stream machen. Ich habe heute echt nicht viel League gespielt. Easy. Ah, lol, ich hab's nicht gesehen. What? Lol. Lol. Okay, wir haben unseren Ignat raus. Lol. Hui, da macht sein Flash raus, wie es aussieht. Oh, ich bin Faker. Haha. Haha. Ha. Oh, geil, GG. Ich auch noch Garkas, Leute. Ehrenmann. Mein Lane gegankt. Ist ein Ehrenmann. Ich habe eigentlich wieder Lust auf Kayle. Gangster Rexa kommt irgendwann wieder zurück. Ich vermisse den. Das ist eine Sie. Warum keine Facecam? Weil ich einfach zu hässlich bin heute. Nice. Den krieg ich nicht. Ich verdiene es, ihn nicht zu bekommen. Den habe ich auch nicht bekommen, verdammte Scheiße. Ey, wir hatten, der hat mich getroffen. Oder soll ich jetzt sagen, was eigentlich das wahre Störende an dieser Suo ist? Ist es nicht die Tatsache, dass er irgendwie seinen Crit for free bekommt? Oder was weiß ich auch alles? Denn in Wahrheit ist es die... Lol, dein Ernst? Ist, dass er kein Mana hat? Mal, entweder irre ich mich, oder die Hitbox ist größer, als sie aussieht. Oh, secured, Alter. Oh shit. Warum eigentlich Kumax als zweitens? Damit ich mehr Damage mache. Ja, damit ich mehr Damage mache. Nehme ich an. Greed, das war kein Greed, das war Respekt zeigen. Leute, ihr dürft nicht immer, passt auf, das ist auch so wie im Leben. Stellt euch vor, ihr seid fett. Gehört einfach dazu, ihr dürft euch nicht immer rumschubsen lassen. Manchmal müssen die Leute sagen, ey, Sona, du Fotze, wenn du herkommst und mich ganken willst, fick ich dein Leben. Wie, hast du noch ein BH an? Rat mal, warum ich die Kamera aus habe, weil ich jetzt gerade in einem süßen Kleidchen bin. Ihr wisst auch, Leute, manchmal will auch der Silfman sich mal sexy fühlen. Da zieht er sich halt gerne ein Kleidchen an. Möpse sind Möpse. Es gab mal, das war voll komisch. Ich hatte mal eine Zeit, ne, Leute, der Silfman hat sich ja auch mal selbst angefasst. So wie das halt jeder macht. Irgendwann hat sich der Silfman gefragt, ey, warum finde ich Frauenmöpse eigentlich toll? So, wo ist der Unterschied zu meinen Möpsen? Außer, dass meine haarig sind. Und seitdem haben mich Möpse irgendwie gar nicht mehr gebockt.
Müll. So wisst ihr, wir stecken gerade sehr viel Geld rein, um das Bootcamp für die Teilnehmer angenehmer zu machen. Zum Beispiel ein Fernseher mit einer Chill-Ecke, wo die mal nicht LOL spielen können, sondern vielleicht PlayStation oder sowas, Xbox oder dass man mal Mario Kart zusammenspielt, irgendwie sowas in der Art. Ja, oder halt für diejenigen, die gerne Shisha rauchen, das tun ja wohl viele, so eine Shisha-Ecke. Wisst ihr, was ich meine? Das soll ja hier ja nicht nur LOL sein. Nein, oh Leute, also ganz ehrlich, da bin ich richtiger Nazi. Ja, wenn ich hier Minderjährige habe oder sowas und die nicht alt genug für irgendwas sind, dann dürfen die das auch nicht. Deren Eltern vertrauen uns so gesehen ihre Kinder an und da mache ich sowas nicht. Das geht gar nicht klar. So, keine Ahnung, ich will hier keine 14-Jährigen haben, die hier rauchen. Selbst wenn die zu mir sagen, dass die das so oder so machen, dass deren Eltern das wissen oder so. Nicht mit mir, Leute. Leute, Küsschen aufs Nüsschen und Speichel auf die Eichel. Easy Flash raus, Leute. Wir hatten schon mehrere Frauen im Bootcamp. Im letzten Bootcamp war auch eine Frau dabei. Boah, die hatte so eine angenehme Stimme. Wie soll ich das sagen? So eine richtig ruhige, langsame Stimme. Ey, die könnte mir ein Buch vorlesen. Okay, hat sich Gold an. Bam, Alter. Ehrenfrau. Es gab mal ein Bootcamp. Da haben sich die Kerle ein bisschen anders verhalten. Eben weil eine Frau da war. Aber ich habe direkt gesagt, ey, Leute, Fresse halten. Kümmert euch um eure Scheiße. Ich kann sowas halt gar nicht ab. So, auch wenn ich mit Freunden spiele oder so, ne? Digga, wenn eine Frau dabei ist, wenn die alle am Pussy-Geiern sind und sowas. So, wieso geiert niemand auf meine Pussy? Oh, sie ist tot. Hat sie Flash? Ey, oh, Flash! 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 Bam, Alter, geklappt. Jetzt ist er tot. Was geht ab? Wäre zum Beispiel möglich, wenn ich mit meiner Freundin da während Bootcamp zusammen ein Zimmer bekomme? Ja, wir hatten schon. Also, die meisten Mädels, die hier hingekommen sind, sind halt mit ihrem Freund hergekommen. Und die hatten ja auch ein Zimmer zusammen. Ey, aber ganz ehrlich, ne? Digga, wenn ihr fickt, dann bitte leiser, weil das Zimmer ist gleich hier nebenan. Also, mein Zimmer. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Aber ich. Was ist passiert? Weil ich habe keine Überraschung für die. Ey, yo, bei AD Carry hat mich verkauft. War ich hier unten sollen? Vielleicht hätte ich hier unten sollen. Lol, das ist ja Level 4. Respektschelle, Leute. Respektschelle. Bam. What is he doing? What is he doing? Leute, so, ich bin nur am Schießen mit Syrah. Oh shit! Ich tue nichts anderes. Ich schieß nur. Also Leute, ich mache euch hier nicht direkt. Also ich mache das Bootcamp gegen 3 Uhr aus. Ihr könnt, wenn ihr wollt, jederzeit ins Bootcamp wieder reingehen, aber ich möchte schon mal, dass ihr ausgeschlafen seid für den nächsten Tag. Weil Leute hier im Bootcamp so zocken, ist nicht einfach, ey, yo, ich zock einfach oder so. Sondern es ist schon ein bisschen wie Schule, sag ich mal. Ihr müsst halt neue Sachen lernen, aufnehmen, anwenden können und so weiter und so fort. Wisst ihr, was ihr meint? Wie wichtig ist die Größe für Frauen? Keine Ahnung, ich hatte... Ich meine, okay, Leute, ich bin ein kleiner Mann, ne? Mit 1,65 bin ich echt klein. Nein, Mann, ich... Hä? Was heißt große Fresse? Ich kompensiere es durch meine große Nase eher. Leute, mit meiner Nase könnte ich jemanden befriedigen.